Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mir ist aufgefallen, dass wir schon sehr lange kein Unboxing mehr hier hatten. Wir haben schon sehr lange keine Wichtelrunde mehr gemacht. Aber das holen wir jetzt nach. Es ist zwar kein Wichtelpaket, aber etwas, über das ich mich sehr, sehr gefreut habe. Ich darf nämlich im Monat Februar und März Wrap für die Witch Crown Box sein. So sieht das gute Stück aus. Sie haben mir eine zugeschickt. Das war schon mein erstes Highlight, der Bus von Harry Potter. Lieben wir! Ja, ich darf Repräsentator für die WitchCon-Box sein. Das heißt, ich werde euch hauptsächlich auf Instagram in den nächsten Wochen ein paar tolle Dinge zeigen, die ihr dort erwerben könnt. Und ja, ich würde sagen, wir starten. Ich stelle die Box wie immer hier hinter mich und dann machen wir einfach zusammen einen Blindflug. Das ist quasi immer so eine Live-Reaction und so macht es mir auch am meisten Spaß, weil ich mich dann nämlich selbst überrasche mit meiner Reaktion. Ich habe das jetzt schon mal zaghaft geöffnet. Ich gebe mir da ja jedes Mal den Getty, weil ich dieses Seidenpapier nicht zerreißen möchte. Aber ja, wir starten jetzt mit dem ersten Artikel. Ich wollte gerade sagen, das fühlt sich doch an wie eine Trinkflasche. Wenn ich das richtig sehe, From Blood and Ash. Wir durften nämlich auch angeben, was unsere liebsten Fandoms sind. Und ihr wisst ja, dass From Blood and Ash und ich eine ganz, ganz große Liebe verbindet. Ja, finde ich sehr gut. Ich bin jemand, der trinkt sehr, sehr viel. Und ich bin leider auch so jemand, der sich ständig PET-Flaschen kauft. Also das wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Lösung. So, das ist wahrscheinlich alles Packpapier. Das ist aber auch mal cool, dass hier nicht so ein großes Stück Papier drin liegt, sondern dass hier wie so kleine Sternchen, seht ihr das? Kleine Sternchen drin sind. Man muss sich auch über die kleinen Dinge freuen. Und wenn es nur Packpapier-Schnipsel sind. So, die machen wir jetzt aber erstmal raus. Noch mehr. Und da ist noch ein Artikel. Das sieht nach einer Buchkerze aus. Ein Ei? Ein Golden Egg. Was ist denn das Golden Egg? Muss ich gleich mal recherchieren. Sieht auf jeden Fall sehr witzig aus. Ich dachte, das ist ein Mond. Aber auf den ersten Blick sah das wirklich aus wie ein Mond. So. Es riecht auch sehr, sehr zitronisch. Aber es ist auch irgendein Blütenduft mit drin. Steht das hier drauf? Nein, leider nicht. Ich habe leider keine Ahnung, von was das goldene Ei ist. Aber ich werde es rausfinden und dann schreibe ich es euch hier unten hin. Aber Buchkerzen gehen ja in der Regel immer. Machen wir mal weiter. Noch mehr Schnipsel. Also gepolstert ist es sehr, sehr gut. Das kann man schon mal sehr löblich anerkennen. Da ist noch etwas. Eingepacktes. Ja, yeah. I like it. Kies. Das ist sehr cool. Das ist ein Pin mit einem Dementor drauf. Kiss me. Und passt auch sehr gut zu meinen Fingernägeln. Sehr, sehr cool. Ich habe ja so eine Tasche, wo ich diese Pins tatsächlich alle dran habe, weil ich die so ein bisschen sammle. Aber ich finde sie zu schade, um sie immer nur in der Kiste liegen zu haben. Also damit habt ihr auf jeden Fall sehr, sehr ins Schwarze getroffen. So, aber hier ist noch was anderes. Nochmal zu From Blood and Ash. So zwei Tarotkarten. Die gibt es ja immer von verschiedenen Fandoms zum Sammeln. Finde ich sehr, sehr cool. Ich müsste mal gucken, dass ich vielleicht die anderen auch noch kriege. Aber Poppy und Hawk sind einfach mein Traumpaar. Habe ich gerade gestern Abend noch bei Instagram bei jemandem kommentiert. So. Ist hier ein Buch drin? Lore! Das ist sehr, sehr cool. Das ist auch einer der schönsten Farbschnitte, die ich in meinem Regal stehen habe. Ich habe das Buch tatsächlich nämlich schon im Regal stehen. Aber da können wir einfach ein sehr, sehr cooles Gewinnspiel draus machen. Da habe ich gar keinen Stress mit. Da setze ich auf jeden Fall bei Instagram die Tage mal ein Gewinnspiel rein. Also schaut da gerne mal vorbei. Ich verlinke es euch gerne auch nochmal hier unten. Weil, tut mir leid, liebes Witch Crown Box Stream,
Ich habe das Buch genau in dieser Version, nämlich schon bei euch gekauft. Das ist das Problem, wenn man einen Stammkunden hat. Ja, aber nichtsdestotrotz könnt ihr da nämlich jetzt Gewinn rausschlagen. Schaut einfach mal bei Instagram vorbei und dann ja, sehen wir uns dort wieder zum nächsten Gewinnspiel. Machen wir weiter mit dem nächsten Artikel. Das ist ein Print von Aylin, würde ich jetzt glatt mal behaupten. Das passt auch gerade sehr gut, weil wir nämlich gestern noch gesagt haben, dass wir die Troll of Glass-Reihe weiterlesen. Ich bin erst bei Band 4 plus Zusatzband. Also 5, 6 und 7 müssen wir noch lesen. Aber richtig, richtig schön. Ich mag sie ja auch total gerne. Auch wenn sie so eine Badass Bitch ist, aber ich mag sie sehr, sehr gerne. So, da kommen noch ein paar Schnipsel. Dann haben wir hier, da ist noch einiges da unten. Ich weiß aber nicht, ob es zusammengehört. Also wenn ich es jetzt rausziehe, kann es auch sein, dass es mehrere Artikel sind. Ah, das sind Prints. Sehr cool. Ich liebe Prints. Also erstmal ist noch ein Lesezeichen. Sehr cool. Ich bin ja total Mondsterne addicted. Und dann, oh, ich liebe euch. Woher wusstet ihr, dass das mein liebster Harry Potter Charakter ist? Ich glaube, das habe ich noch nirgendwo gesagt oder stehen. Also da habt ihr echt zu 1000% ins Schwarze getroffen. Luna und ihr Stammbaum. Sehr cool. Und er sieht auch wirklich aus wie im Film. Ohne Witz. Und er sieht so ein bisschen aus wie Zedekiah Soul Surrender. Das denke ich jedes Mal. Die nächsten vier Karten gehören aber tatsächlich zusammen. Sind auch Harry Potter-themed. Einmal Fleur de la Cour. Dann natürlich Harry. Cedric Diggory, der Gott sei Dank nicht aussieht wie Robert Pattinson auf dem Bild. Und Viktor Krumm. Nehmt's mir nicht krumm! Also die vier Teilnehmer des Trimagischen Turniers. Das sind auch mega schöne Zeichnungen. Ich versuche euch die Künstler auch mal rauszuschreiben und in die Infobox zu packen, falls euch das interessiert. Ansonsten verlinke ich euch natürlich auch den Link zur Richcom-Box in der Infobox. Und dann haben wir hier noch zwei Prints. Einmal Poppy. Auch mega schön. Ich liebe Poppy einfach. Sie ist einfach so schön. Und dann haben wir hier nämlich noch eine Dame vom Shadowhunter-Universum. Ich glaube, das ist Cordelia Carstairs. Würde ich anhand der Kleidfarbe jetzt einfach mal sagen. Ich habe die Reihe zwar noch nicht gelesen, aber habe es tatsächlich noch vor. Wenn Throne of Glass beendet ist, dann machen wir nämlich weiter mit unserem Shadowhunter-Marathon. So, und da habe ich aber eben noch was ertastet. Ah, da sind noch mehr Karten. Ah, okay, ja. Da sind nämlich auch noch die anderen. Wie viel sind das denn? Also, hier haben wir einmal Cordelia und Mr. Herondale ist das wahrscheinlich. Ich kann es euch nicht genau sagen. Wie gesagt, ich habe das Buch noch nicht gelesen. Aber ich habe von den Charakteren auf jeden Fall schon gehört. Ich weiß nur nicht jetzt, welcher der Jungs welcher ist. Deshalb sage ich lieber nichts. Dann noch hier eins und hier eins. Also richtig cool sind diese Illustrationen. Ihr Gesicht ist so bildhübsch gezeichnet. Lieben wir. Also die lege ich euch auf jeden Fall ans Herz, euch die mal genauer anzuschauen. Diesen wunderschön. Und dann haben wir noch eine Art Karte des Rumtreibers inklusive Heiligtümer des Todes Logo, das auch richtig schön reflektiert, wie ihr seht. Also die habe ich schon ein paar Mal auf Insta gesehen und dachte mir, die musst du dir unbedingt kaufen. Und habe es dann jedes Mal wieder vergessen. Aber die ist echt cool. Vor allem, weil ich jetzt bald noch ein neues Regal kriege, extra für mein Harry Potter Stuff. Da findet die mit Sicherheit auch ein Plätzchen. So. Ich glaube, jetzt ist noch ein Artikel drin. Und dann sind wir am Ende. Das ist der Block zu Solis, also auch vom Blood and Ash, beziehungsweise zu Atlantia. Richtig, richtig schön. Ich finde das immer so schade, da drauf zu kritzeln, aber es ist echt cool. Liebe es. Den hatte ich tatsächlich auch schon mal und habe den auch komplett runtergekritzelt. Also ihr habt definitiv meinen Geschmack getroffen, wenn ihr auch zwei Sachen drin habt, die ich schon habe. Aber das ist gar nicht schlimm. Den werde ich wieder zum Schreiben.
Den werde ich wieder zum Schreiben nutzen. Und das hier wird dann verlost. Jetzt habe ich, als ich die ganzen Schnipsel wieder hier reinwerfen wollte, gesehen, dass hier noch was drin liegt. Das ist, war aber so klein, dass ich es nicht ertastet habe. Könnt ihr es erkennen? Ich pack's mal aus. Ich packe das jetzt hier mal für euch aus. Ich scheue keine Kosten und Mühen und packe Dinge aus. So, hier. Einmal von vorne. Eine Gringotts-Münze ist das nämlich. Und hier. Richtig, richtig cool. Die finde ich echt schön. Die habe ich tatsächlich noch gar nicht gesehen im Shop. I like it. Ihr Lieben, das war das Unboxing von meiner Witch Crown Überraschungsbox. Also ich muss echt sagen, das Team von der Witch Crown hat da echt zu 1000% meinen Geschmack getroffen. Bis auf die Kerze, von der ich immer noch nicht weiß, zu was sie gehört. Die aber trotzdem hier ihren Platz finden wird. Finde ich alles richtig, 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 richtig cool. Das mit dem Buch ist ein bisschen schade, aber da könnt ihr jetzt davon profitieren. Also schaut gerne mal bei meinem Instagram-Account vorbei und haltet den im Auge, weil da wird es die Tage ein Gewinnspiel geben. Wir haben nämlich auch gerade die 2000 Abonnenten dort geknackt und da hätte es sowieso eins gegeben. Das passt jetzt gerade sehr gut. Also schaut gerne dort vorbei und ja, das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!